Schön, dass ihr wieder dabei seid beim neuen Soundcheck von mir. Heute geht's um den Libratone One Click bzw. um die JBL Flip 6. Mikrofon ist bereits runtergedreht. Es ist genau hier vorne vor mir. Das heißt, beide Lautsprecher spielen in Richtung vom Mikrofon. Das soll euch zeigen, welcher Lautsprecher gerade spielt. Ich würde sagen, wir beginnen gleich einmal mit einem basslastigen Lied bei 50% Lautstärke mit der JBL. Weiter geht's mit dem nächsten Lied. Beginnen wir wieder bei 50% Lautstärke, dieses Mal mit der Libratone. Jetzt noch ein drittes Lied. Ich bleibe bei beiden Lautsprechern ungefähr bei 70% Lautstärke. Wir beginnen mit der Libratone. Das war's mit dem Soundcheck. Ich hoffe, ihr konntet euch auch einen kleinen Überblick verschaffen, wie die zwei Lautsprecher im Vergleich klingen. Wie habe ich das Ganze hier live miterlebt? Also das ist wirklich ein verdammt knappes Rennen. Ich sage mal kurz die Vorteile. Libratone, viel angenehmere Höhen und es sind tatsächlich Mitten auch vorhanden. Die sind auch klar, dafür bassmäßig nicht so viel los. Bei der JBL Flip 6 ist es eben genau umgekehrt. Mitten sind praktisch gar keine vorhanden. Die Höhen sind fast schon zu stark. Bei hoher Lautstärke ist es ganz knapp vom Übersteuern, auch relativ unangenehm in den Ohren. Aber was man hier echt lassen muss, besonders bis, sagen wir mal, 50-60%, bassmäßig ist es einfach viel, viel besser. Es ist viel satter, viel kräftiger als bei dem Lautsprecher. Trotzdem haben beide das große Problem, ab, sagen wir mal, 70% spätestens verschwindet bei beiden sehr stark der Bass
Und dann ist tatsächlich das Klangerlebnis von der Libroton angenehmer, weil hier eben die Höhen so wahnsinnig schrill sind. Dafür ist die Flip 6 lauter. Also es ist wirklich eine Geschmackssache. Das war's mit diesem Video. Falls es von euch irgendwelche Fragen geben sollte, schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.